Kanton Uri gibt es zwei Wahlsysteme, Majorz und Proporz. Majorz heisst, man wählt einen Kopf. Der, der am meisten Stimmen macht, ist gewählt. Aber man kennt auch noch ein anderes System, nämlich Proporz. Und das ist ein bisschen komplizierter. Kurz gesagt, man wählt Partien und nicht nur Köpfe. Die Gemeinden, die 3 und mehr Sitze haben, wählen im Proporzsystem. Das sind im Kanton Uri 8 Gemeinden. Und so wählt man richtig. Grundsätzlich funktioniert das System so, dass zuerst geschaut wird, welche Partie wie viele Sitze zu gut hat. Und erst im zweiten Schritt, wer von der Partie die Sitze überkommt. Das heisst, wenn ich einen Wahlzettel inneriere, zählen die Stimmen erstens für die Partie und zweitens für die verschiedenen Kandidaten. Jeder Wähler darf genau einen Zettel in die Urne rühren. Wenn man nur eine Partie unterstützen will, ist es am einfachsten, die vorgedruckte Liste ins Wahlkuvert zu tun. Hier gehen zum Beispiel 5 Stimmen an die Partie 2 und jeder Kandidat bekommt innerhalb der Partie eine Stimme. Jetzt kann es vorkommen, dass ich eine Person von dieser Liste nicht unterstützen will. Dann kann ich den einfach von der Liste streichen. Die Partie, die oben auf dem Zettel steht, kommt aber trotzdem 5 Stimmen über. Der, den ich durchgestrichen habe, aber keine. Dem sagt man ganz einfach streichen. Im Proporzsystem ist es möglich, an einer Person 2 Stimmen zu geben. So kann ich Helene durchstreichen und Marius ein zweites Mal draufschreiben. Jetzt kommt die Partie immer noch 5 Stimmen über, der Marius 2 und Helene keine. Dem sagt man kumulieren. In einem anderen Fall kann es sein, dass ich nicht nur die Leute von einer Partie gut finde, sondern aus mehreren. Man darf auf jede Liste auch Leute von anderen Partien draufschreiben. Hier streiche ich wieder die Helene durch und schreibe stattdessen den Aaron von einer anderen Partie auf die Liste. Weil der Aaron von einer anderen Partie ist, kommt diese Partie euch eine Stimme über. Die anderen Stimmen gehen an die Partie von dieser Liste. Dem sagt man balancieren. Noch einmal kurz zusammengefasst. Bei einem Wahlzettel zählt zuerst jede Linie als Partiestimme, also auch die leere Linie. Und erst dann werden die Stimmen der einzelnen Kandidaten gezählt.